Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Farmers Dynasty. Ich bin auf dem Weg zum Bus, bzw. zur Bushaltestelle. Und ja, heute ist der große Tag, heute ziehen wir gerade um. Ne, während ihr das Video seht, schleppen wir gerade die Möbel. Ist eigentlich unglaublich. Und ja. Irgendwo hier ist die Bushaltestelle. Scheiße, wo ist die Bushaltestelle? Da! So, pass mal auf. Da fahre ich jetzt hin und wir reisen jetzt mit dem Bus zum nächsten Ort. Ich glaube zumindest, dass das geht. Ich bin mir nicht sicher. So, hallo? Bus. Enter. So, jetzt kann ich mir raussuchen, wo ich hin will. Nein. Und zwar wollen wir da runter. Da. Okay, wir sind jetzt hier. Und wollen dahin. Können wir das kriegen, das zu Fuß hin? Wir laufen jetzt mal da runter. Komm. Da würden wir nämlich einen Anhänger bekommen. Wir brauchen einen Anhänger. Sonst können wir nicht abtanken. Und dann könnte man zumindest mal ein eigenes Feld machen und so. Aber wir müssen dann auch irgendwann schlafen. Mal gucken, das kriegen wir vielleicht noch hin hier. Ah, ich sehe schon, kaputtes Gewächshaus, kaputte Scheune. Es ist wieder alles zerstört und kaputt. Rede mit Steve, vielleicht gibt es das zu tun, Austausch für den alten Getreideanhänger. Es wird schon dunkel. Warum hat jeder eine Uschi, außer ich? Hallo, kann ich Ihnen helfen? Gar nicht gedrückt. Hallo. Ich bin neu hier und bin auf der Suche nach Arbeit. Interessiert an landwirtschaftlichen Maschinen? Ich habe einen alten Getreidehänger, den ich entbehren kann, wenn Sie mir helfen. Interessiert? So, schön das zu hören. Danke. Jetzt können Sie den Hänger nehmen. Er gehört Ihnen. Ich mach das für den Anhänger, was auch immer es sein mag. Ich hoffe, es wird nicht allzu eklig. Jetzt 50 Sozialpunkte. Sie schauen, Mission jetzt auf... Was soll ich denn machen überhaupt? Achso, nur repariere das Gewächshaus, war natürlich klar, ne? Ja, komm, scheiß drauf. Wir machen das Gewächshaus jetzt stattklar. Ist halt so. Dafür kriegt man den Anhänger. Wir brauchen den Kack-Anhänger. Wenn wir den nicht bräuchten, ey, scheiß auf Steve, Mann. Nein, Spaß. Okay. Anhänger brauchen wir. Nützt nichts. Ja. Hier immer einmal außen rum. Zack, die Bohne. So, okay. So, einmal das Gewächshaus stattklar machen. Ich nehme an, dass es nicht alles ist. Wir müssen bestimmt noch mehr machen, aber ich habe auch das Gefühl, dass wir beide ins Bett müssen. 41. Wir fallen bald tot um. Wir fallen einfach um und schlafen. Oh. Entschuldigung bitte. Oh. Gottchen. So, hier schon mal aufmachen. Die Seite noch und dann nur noch das Dach und dann haben wir das auch schon wieder. Oh. Und doppelt zack die Bohne. Und doppelt zack die Bohne. So. Und zack die Bohne. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bam, bam. Bam, bam, bam. So, hier die Stängen. Die Stängen müssen wir gar nicht machen. Diesmal die Stängen gar nicht. Okay.
Oh Mann, es wird immer dunkler. Die Ingenieuransicht geht gar nicht mehr. Okay, warum das? Weil ich möchte gerade im Reparieren bin. Moment. Nö. Zeigt mir das gar nicht an. Egal, wir müssen das Dach sowieso noch machen. So, Geborene. Haben jetzt hier beide gemacht? Ja. Okay. Das noch. Das ist Gott sei Dank nur so ein einfaches Gewächshaus, was nicht nochmal um die Ecke geht. Die Stangen hier auch nicht. Okay. So. Wann kommt eigentlich wieder ein Update? Wisst ihr was? Und was soll eigentlich Neues noch kommen? Das würde mich echt mal interessieren. Das Gewächshaus ist trotzdem ewig lang. Was soll noch Neues kommen? Ich denke, hier ist noch sehr viel Potenzial. Sehr gutes Spiel. Gefällt mir sehr gut. Macht sehr viel Spaß. Aber ich glaube, hier ist auch noch sehr viel, was man rausholen kann. Und man hat durch diesen minimalen Open-World-Charakter, den man dem Ganzen hier gegeben hat, ne, in dem man sich frei bewegen kann, logischerweise, und eine Open World hat man ja nicht. Es ist doch relativ eingeschränkt. Also das hier würde ich noch nicht als Open World bezeichnen. Meine Meinung. Aber man hat trotzdem viele Möglichkeiten, die auszubauen. Und das ist einfach das Coole an der Sache. Okay. Okay. Zack, die Bohne. So, repariere. Ja, aber klar. Repariere die Scheune. Ja, das soll man natürlich auch noch machen. Ist mal ganz klar. Ich überlege, kriegen wir das noch hin? Sieht's noch aus? 36, okay. Es ist zwar kacke dunkel, aber ich glaube, wir könnten das noch hinkriegen. Das Problem ist, wir sehen nicht. Doch, hier ist was kaputt. So, die ollen Bretter wieder dran nageln hier. Wäre schön, wenn wir den Anhänger noch bekommen würden. Ohne dass wir jetzt erst nochmal heim müssen. Hier müssen wir auch wieder zumauern. Ich glaube, die Schlitze bleiben aber, oder? Ach, die auch mauern? Gottchen. Die ganzen Risse da oben zuspachteln. Genau. Ja, weil. Ach, die auch. Gibt's ja gar nicht. So, guck hier. Guck mal, wir können Ziegelsteine mauern. Nee, wir können Ziegelsteine verputzen. Ziegelsteinoptik verputzen. Okay, zack. Da ist auch wieder schön zu. Oh, hier ist aber ein dickes Loch. Da hat Blitz eingeschlagen. So, auch wieder ganz. Jawohl. Alles machen wir wieder ganz. Warum? Weil ich so ein klasse Handwerker bin. Also Heimwerker, nicht Handwerker. Entschuldigung. So ein klasse Heimwerker. Okay. Irgendwie immer noch scheiße aus. Ah, jetzt. So. So. So, hier haben wir erstmal alles. Jetzt brauchen wir hier vorne den Dings noch. Moment. Brauche eigentlich was zum Hochklettern. Da. Okay, erstmal hier so ein kleines Gerüst aufgebaut. Ja, wie geil ist das denn, oder? Dann kommst du. Das ist doch ein schlechter Schatz, oder? Das ist da so ein Quark. So, warte mal. Es ist kackendunkel, ich weiß, aber wir gehen mal ganz hoch. Ach so, und dann können wir hier so. Ah ja, okay. Na gut, das geht natürlich auch. Reparieren wir erstmal die Front. Ich weiß, es ist jetzt blöd, weil es dunkel ist, aber ich werde sie nicht erst zurückfahren,
sondern ich würde das jetzt gerne durchziehen hier. Weil sonst müssen wir, das dauert zu lang, finde ich. Fahren wir erst wieder, müssen wir das Auto holen, fahren zum Hof, schlafen, dann fahren wir wieder zurück. Oh, warte mal, dann können wir gleich mal gucken, was hier drinnen noch kaputt ist, nämlich das. Und das. Okay. Aber das ist ja kein Problem. Habe ich das nicht gerade repariert? Jetzt hier erstmal nix rote, doch da. So, da baut er das wieder schön. Ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, hier die Ziegelwand. Ah, okay, die Ziegelwand. Die Steinwand hochgehämmert, hochgenagelt. So, ich habe die Steinwand wieder festgenagelt. Ach nee. Jetzt müssen wir natürlich noch verputzen. Sehr gut. Okay, und hier natürlich auch. Cool. Das war's hier drin. Das war's hier drin, okay. So, dann wieder drauf aufs Gerüst. Hey, was jetzt? Hallo? Gott. Ich glaube, ich war mit der Maus draußen. Irgendwas ist gerade. So. So. Alte Betonbahn wieder drauf. Genau, die alte Betonbahn wieder. Wieder gut aussieht. Hier natürlich das gleiche. Da auch die alte Betonbahn wieder drauf. So, na komm schon. Sehr schön. Jawohl. Great. Very great. Das ist die Betonbahn. Very great. And a little bit of the... I need a little bit of the Nadel. Great. Looks so pretty nice, this Betonbahn. A little bit of the forested and nagel. Okay, oh, great. So nice. So. Können dann fertig sein, wa? Tada! Ist es nicht fertig? Ich nicht? Warum nicht? Warte mal. Da! Okay. Ah, ja. Und Rambazamba, rein da. Komm, das reicht doch schon hier. So, das noch und dann haben wir doch alles. Soll ich mein Gerüst gleich wieder mitnehmen? Ja, ich glaube doch schon, oder? Ja, kehrt zu Steve zurück. Okay, wir gehen einfach mal zu Steve zurück. So, das Gerüst haben wir alles wieder abgebaut hier. Jetzt brauchen wir das Gerüst noch. Sehr schön. Steve, ich komme! Tschaka! Alles repariert. Super! Good to hear that. Thank you. Now, you may take the trailer. It's yours. Thank you so much, Steve. For the trailer. So. Steve scheint das Lied zu gewinnen. Glückwunsch, du hast ja einen Anhänger verdient. Gute Arbeit, super. So, wo ist der Anhänger? Den müssen wir abholen. Das ist unser Anhänger. Oh. Okay. Naja, für den Anfang reicht. Aber ich würde sagen, für der Folge reicht es auch. Wir holen dann in der nächsten Folge den Anhänger hier ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da und bis demnächst. Ich gehe jetzt noch ein paar Möbel schleppen. Nein, ich schleppe schon die ganze Zeit Möbel. Ist im Voraus aufgenommen. Bis dahin. Tschüss. Wie assi wäre das eigentlich? Ich sitze hier und spiele. Nehme auf und rundherum werden die Möbel rausgetragen. Wäre geil. Bis dahin. Ciao. Schönes Wochenende.